eure Videos. Moin Leute, willkommen zu Folge 374. Wir sind hier jetzt in der Ausfahrt. Also muss man hier jetzt... Alter! Was war denn das, Junge? Ey, hat mich jetzt erschreckt. Ich hab nur Licht gesehen. Wie dumm ist denn dieses Loch, ey? Ich dachte, der fährt uns schon wieder auf, wisst ihr? Und jetzt überholt er hier einfach. Ich mach's Video mal langsam, schaut auf den Bus. Ups. Wieso hupt er denn keiner an? Die haben ja mehr angerufen. Ja, aber ein bisschen spät. Was ist denn hinterher? Ja, ich hätte auch gesagt. Ich hol den nicht ein, jetzt was ich meine Rezept habe. Oder fahren wir hinterher, du? Was denn, wenn du stößt? Wissen wir nicht, aber der Bus hielt dann auf dem Pannenstreifen an. Das hört er hier hinten nicht. Wie gesagt, sie haben ihn zum Anhalten auf dem Standstreifen gebracht. Ich habe gesehen, da vorne bei dem Parkplatz, da standen noch zwei Koffer, als hätte die einer gar nicht eingeladen. Die stehen aber gerade. Meint ihr, da gehört noch einer zu diesen Koffern oder hat der Bus die auch vergessen? Tristan hat es vielleicht nicht gemacht, aber wäre ich da gefahren, hätte ich mir gedacht, ich sollte der Firma mal dieses Video zukommen lassen. Boah, also sich verschätzen ist ja das eine, aber das hier ist ja richtig kriminell. Das ist ja schwer kriminell. Das ist ja regelrecht ein Mordanschlag. Dieses Fahrzeug wird in diesen Fahrzeugführerhänden zu einer Waffe. Der hat ja voll durchgezogen. Ich bin sprachlos. Passiert nicht oft, aber Alter, ist der undicht, der Typ. Hier mal aufs Schild gucken. Ja, hier ist eine Abfahrt. Wir sind auf einer Kraftfahrstraße. Ja, zwei Spuren in unsere Richtung, eine Spur auf der Gegenrichtung. Das wechselt bestimmt ab und zu mal. Ja, Spielerin zu Wort kommen was lassen. Ist was Lustiges? Ja. Mega! Was Lustiges. Also auch das kommt von innen heraus. Also wie kann man das denn vergessen? Nein, er fährt nicht drauf. Was für ein Idiot! Wie kann man so verwirrt sein und in die falsche Richtung fahren? Rechts kommen zwei Biber-Bullis hoch. Weißt du, hier ziehen sie wieder alle direkt auf die Mittelspur ohne Pause. Und alle beide sind doch überrascht, dass im toten Winkel einer kommt, oder? Dieses 1,5-Minuten-Video reißen wir mal schneller ab. Pinti fährt mit seinem LKW 80, 81, so ein Gedöns. Und da läuft man auf diesen Dauermittelspurschleicher auf. Katastrophe, echt. Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Was haben so eine Leute? Leute, es ist nichts los. Es ist nichts los. Was haben die? Guckt sie euch an. Die Krebsgeschwüre der Autobahn. Da sind sie, die Mittelspurschleicher. Ich wäre da mit meinem LKW auch rechts dran vorbei. Gibt zig Videos, wo ich das auch so gemacht habe. Weil willst du mit dem LKW jetzt dahinter bleiben oder was? Weil du nicht überholen darfst? Das ist absolut inakzeptabel. Sören sieht's kommen, er kann es aber nicht verhindern. Nein! Sören bleibt offenbar da als Zeuge oder Ersthelfer. Ja, weiß ich nicht, ob da einer verletzt ist. Vielleicht bei der Bremsung einer, der schon in der Bahn gestanden hat. Der mag auf dem Bart geflogen sein. Also wenn so ein LKW-Reifen platzt, ne, und da diese bis zu 10 Bar fliegen gehen, ne, das fühlt sich an als LKW-Fahrer, ne? Also es fühlt sich an, als wird die Faust Gottes deinen LKW treffen. Habe ich das schon mal erwähnt? Ja.
Der Busfahrer Alex mit seinen drei Dashcams und den drei Kameraperlektiven. Hier brauchen wir nur zwei. Alex bremst hier nochmal kurz runter. Könnte ja noch einer in diesem Bushaltestellenhäuschen sein. Ist aber nicht, also Gas und weiter geht's. Wenn du mit so einem PKW hinter einem breiten Fahrzeug, also einem LKW, fährst und du bist zu dicht aufgefahren, dann kann der dich nicht sehen. Du musst wirklich viel Abstand halten. Kurz gesagt, wenn du den Außenspiegel sehen kannst als Hinterherfahrender, dann kann er dich auch sehen. Nur falls einer fragt, warum das jetzt hier passiert, ne? Wir sehen keine Außenspiegel, also sieht er uns nicht. Fuck mich im Arsch. Alles okay. Aber, dass man die nicht sehen kann, das weiß eigentlich auch ein LKW-Fahrer. Und da einfach so zurückzuknallen, also das ist sowas von fahrlässig, Leute. Ich finde es aber auch nach wie vor erschreckend, wie weit dieses Auto da drunter steht. Jetzt stell dir mal so einen Auffahrunfall auf der Autobahn. Der PKW, da rauscht ja bis unter die Achsen durch, ne? Dass sie das immer noch nicht geschafft haben, das mal anständig zu verstärken. Unterfahrschutz, ja, aber auch nur für Fahrräder, damit du die wegschiebst. Mehr aber auch nicht. Ein PKW-Fahrer, der schiebt da so drunter und wird skalpiert. Da liegt der Kopf hinten auf der Rückbank. Der andere stieg aus und war sofort am Telefonieren. Ob der nicht schon vorher telefoniert hat, fragt er sich. Deutsch sprach er ebenfalls keins, also ein Rettungsdienst hat er auch nicht angerufen. Die Polizei kam her und hat als erstes gesagt, hören Sie mal, Sie sind wohl unter Drogen oder Alkohol oder was? Warum fahren Sie da hinten rein? Und die wollten ihm das gar nicht glauben. Auf jeden Fall hat er dann auf die rückwärts laufenden Bremsspuren gezeigt und dann waren sie doch überzeugt, dass es wohl anders gewesen ist. Ja, der VW hätte ruhig mal Lichttube machen können, ne? Die Feder wird mir Dienste erweisen. Ich will die Feder heraus und ich fühle mich schon ganz leicht. Das war mir vorher ganz... Oh, guck doch mal, wie süß! Oh. Die Gelehrten haben sich noch ein bisschen gestritten, ob es nur eine Ziege oder ein Rehkitz ist. Aber geeinigt hat man sich auf eine kleine Ziege. Splash Tim hat sich ein BMW X5 gekauft, eine 120.000 Euro Karre und sagt, die Kamera, also das ist ja wohl nichts wert, wa? Na gut, die alten Tesla Kameras, die sind noch weniger wert. Ja, und dann ist es schon nicht so eine tolle Qualität und dann wird man auch von irgendwelchen Viechern, ne, da oben links, wird man da auch noch boykottiert. Das war kein Meter, hast du das gesehen? Hier von rechts kommen jetzt ein Bulli und dahinter ein Mini. Achtet auf die beiden. Ich habe das Gefühl, da rechts ging es von zwei auf eine Spur und der Bulli-Fahrer fährt immer noch auf der Sperrfläche, hat es also nicht geschafft, sich einzufädeln. Komm, genauso wie die Alkohol. Oh! Ja, da hast du gerappelt. Guck da. Ist ja kein Wunder, dass der Mini aufgefahren ist, so neblig, wie das bei dem im Auto ist. Nee, der Airbag ist natürlich aufgegangen und dann nebelt's. Alles so komisch hier in dem Video. Ich weiß auch gar nicht, wieso der Mini schon nach links rüberziehen wollte. Er hat ja schließlich noch seine Fahrbahntrennung da gehabt. Also das ging ja eigentlich auch nicht. Aber natürlich musst du auch in den Spiegel gucken, ne? Weil du willst ja gucken, wo du dich einfällen musst. Ja, und wenn es dann natürlich vorne bremst, während du nach hinten guckst, ja, dann knallst natürlich. Aber sehr geil noch, ne? Alex hat eine Kopie vom Video an den Minifahrer und an den Transporterfahrer geschickt. Nur die Polizei. Da musste er eine schriftliche Aussage machen, denn 10 MB-Limit per E-Mail, dafür war das Video zu groß. Und Links, Download-Links durften sie auch nicht anklicken. Ja Leute, das ist dieses digital unterentwickelte Land, in dem wir hier wohnen, ne? Wir sind einfach unfassbar rückständig. Digitale Steinzeit herrscht bei uns. Wir sind so auf der Welt, das ist der Hammer.
Alter, ich könnte jeden Tag heulen, wenn ich daran denke. Aber das klemmt hier halt an den ewig Gestrigen. Ich sag jetzt mal, die alten weißen Säcke. Das ist einfach so. Die blockieren hier alles. War schon immer so. Wird sich auch so schnell nicht ändern. Die müssen erst alle wegsterben. Anderes Thema, vielleicht für eine Podcast-Folge. Aber ich habe ja überhaupt gar keinen Podcast. Video zu Ende. Macht's gut, Leute. Tschüss.